Okay, Peterman, wir haben uns hier im Bastard zusammengetroffen, um mal der Figur, die du repräsentierst, auf den Grund zu gehen. Was macht denn der Peterman so oder wer ist Peterman? Ja, der Peterman hat eine lange Geschichte. Der ist ja schon vor über 2000 Jahren, bin ich ja vom Planeten bin ich ja hier auf die Erde gekommen. Und zwar in meinem kleinen Kölschdäschen, der Peterman. Da bin ich mit Zapfgeschwindigkeit, als kleiner Dötz, bin ich da zur Erde gerauscht und bin da eingeschlagen, wo heute natürlich unser herrlicher, wunderbarer Dom steht. Das ist ein altes Relikt von meinem Heimatplaneten Jupiter. Da leben wir alle in goldenen Domen. Genau. Ja, das ist eigentlich die Kurzgeschichte. Und auch damals habe ich schon quasi den drei heiligen Königen den Weg gewiesen. Und ich war quasi in meinem Absturz, in meinem Päschen, war ich schon damals... Ja, der heilige Stern zu Bethlehem, ne? Kann man so sagen. Das ist eine unglaubliche Geschichte. Jetzt kommen wir mal zu unseren 39 Fragen für Peterman und dann schauen wir mal, wie irdisch oder unterirdisch du dich dabei aufführst. Da wollen wir doch mal sehen. Leg mal los hier. Eingeboren oder zugereist? Wie eingeboren oder zugereist? Ja, natürlich zugereist. Ich komme ja vom Planeten Jupiter. Linksrheinisch oder rechtsrheinisch? Dann bist du wahnsinnig. Linksrheinisch natürlich. Top oder Button? Bitte? Kölsch? Ja Kölsch oder Sekt? Kölsch natürlich, dann ist die Muttermilch. Urlaub zu Hause oder in der Ferne? Zu Hause. Berge oder Meer? Beides nicht, den Dom. Kinder oder Tiere? Kinder. Fahrrad oder Auto? Ach, Auto, bist du wahnsinnig. Auto natürlich. Linksträger oder Rechtsträger? Linksträger. Pop oder Haus? Immer Pop. Madonna oder Lady Gaga? Beide. Lesen oder Kino? Kino. Es gibt jedes Buch auch verfilmt, sag ich euch als Tipp, liebe Leute. Horror oder Action? Horror. Star Trek oder Star Wars? Star Trek. Laufen oder schwimmen? Ach, ich brauch was. Laufen natürlich. Tanzen oder Yoga? Tanzen. Haare oder rasiert? Haare. Single oder Beziehung? Weißt du, als Superheld, da kannst du immer nur Single bleiben. Ich hatte ja eine unglückliche Beziehung. Und zwar mit der Ursula, mit ihren Elfunzen. Das war meine große Liebe damals. Muss so 380 nach Christus in etwa gewesen sein. Boss oder Zara? Boss oder Zara? Ist das dieser Modefummel? Mhm. Weiß ich nicht, ich habe immer das an seit 2000 Jahren. Und auch die Schuhe oder Nike oder Adidas? Also ich habe ja Hunter-Stiefel, kann ich verraten. Die sind aus London, die goldenen. Verstehe. WG oder Wohnung? Wohnung. Design oder Vintage? Design natürlich. Rosen oder Tulpen? Rosen. Blasen oder Ficken? Ach, hallo? Ich würde etwa Beischlafen nennen, um das ein bisschen seriöser zu formulieren als Superheld. Weißbrot oder Schwarzbrot? Schwarzbrot. Fleisch oder Gemüse? Beides zusammen bitte. Pasta oder Pizza? Pizza. Soft oder kinky? Was ist kinky? Jetzt musst du mit aufklären. Ich bin doch schon ein bisschen out. Was ist denn kinky? iPhone oder Samsung? iPhone. Sexy oder Greencom? Sexy. Koks oder Ketamin? Ich bleib bei den Klassiker Koks. Frühaufsteher oder Langschläfer? Frühaufsteher natürlich als Superheld. Man kann mir nicht erlauben zu pennen. Romantik oder Realismus? Realismus. M oder L? Du meinst ja die Kleidergröße, ja klar, M. Freunde oder Familie? Familie. Super, das ist geschafft. Das waren 39 Fragen. 39 Fragen an den Peterman. Da war aber vieles Unterschwelliges dabei. Er hätte auch einen Düsseldorfer führen können, das Interview.